Guten Morgen, Adana. Wie geht's euch? Ich würde sagen, die Aufgabe heute wird sein, unsere Mission, den Adana-Spieß zu finden. Big Kebab. Yeah. Big Kebab, Cobra Kebab. Was? Cobra Kebab. Cobra Kebab. Three times bigger than normal Kebab. Den Adana-Spieß unseres Lebens zu essen. Ich bin mir sicher, irgendwo in dieser Stadt muss es den auf jeden Fall geben. Aber bis dahin finden wir uns hier für unser Frühstück ein, um genau zu sein bei Chiaji Mahmud, wo es so eine Art Leberdürüm geben soll, was auch so das klassische Adana-Frühstück sein soll, meint Emre. Dementsprechend lasst uns mal ganz klassisch adananisch frühstücken. Merhaba. Was ein Laden. Was ist das, ey? So kann man auf jeden Fall die Frühstück beginnen. Eieiei. Einfach ein riesiger Grill zieht sich durch den ganzen Raum. Aber offen, ohne Glasscheibe. Du siehst einfach die Kebabs rauchen, die Kohle glühen. Der ganze Raum ist mit diesem Kebab-Aroma ausgefüllt. Adana'da bir numara biziz. Diyeceksiniz ki niye bir numara biziz? Bak hep millet dışarıda bekliyor biz. Yer yer servisi vermemiz için. Her şeyimiz 10 numara. Yeni salatamız, ezmemiz, soğanlarımız. Allah'ın izniyle devam yola. Tamam. Einfach ein riesiger Grill zieht sich durch den gesamten Raum, rauf steigt auf, du siehst Kohle, du siehst Spieße und der ganze Raum ist gefüllt einfach mit diesem Kebab-Aroma. Let's go. Oh wow. Schauen wir mal nach hinten. Oh, merhaba. Also wir sind auf jeden Fall im Hinterzimmer, wo die Spieße gesteckt werden. Fein säuberlich wird die Leber dort hinten frisch geschnitten in kleine Würfel, dann nebendran gespießt zusammen mit den Fettwürfeln und einfach ein Spieß nach dem anderen geht über diesen Tisch und kommt auf den Grill. Wow, das ist auf jeden Fall ein bisschen Leber hier. Ihr seht, hier gibt es kein Tiefgefroren. Alles wird frisch gesteckt, kommt frisch auf den Grill, kommt frisch auf den Tisch. Teşekkürler. Oh. Wow. Teşekkürler. Dankeschön, Dankeschön. Nasıl geht's? Alles gut? Sağ ol, sağ ol. Anlamıyorum. Dostum biliyorum, bitişon dedim. Hoş geldin diyorum. Ha, coşkun, letzte Nacht war wohl ein Glas zu viel, he? Bu gece bir bardak fazla içtim herhalde. Hiç içmiyorum. Meine Damen und Herren, das Frühstück ist serviert. Einfach ein Berg Spieße. Spieß auf Spieß auf Spieß auf Spieß auf. Wie eine Schultüte liegen die hier auf dem Tisch. Rot drüber und die Farben auf diesem Tisch leuchten schon wieder in alle Richtungen. Esme, Orange, Zitrone, Chili, Pfefferoni, Minze. So eingelegte Zwiebeln mit so Schafpulver drumherum. Wir haben wieder ein Zwiebel-Petersilien mit Sumaksalat. Alles ist da, was man braucht, um sich ein schönes Chiaji Frühstücksdürüm zu rollen. Joschkin war schneller wie ich. Joschkin, der Profi zieht raus, beißt rein. Super. Kein Leber-Sandwich ohne Kumin. Afid Osso und guten Morgen, Adana. Los geht's. Also, ich muss ja sagen, ich bin nicht der größte Leberfan. Ich hatte das auch nie in meiner Kindheit oder in meiner Kultur, dass man das gegessen hat. Aber der ist da. Vor allem, du hast diese cremigen Leberstücke in Kombination mit diesen fettigen Fettstücken versetzt liegend auf diesem Brot und ist einfach so ein cremiger Fleischbiss, dem wiederum entgegensteuert wird von der Frische und der leichten Süße der Zwiebeln und diesem Brot.
das so schön feucht ist und an der Oberseite mit so einem Art scharfen Gewürz verfeinert ist und alles zusammen gibt einfach wieder Sinn. Emil hat ein Kunstwerk gezaubert. Dem geben wir 2 Sterne. Sen de ye. Wow. Sevim şu an. Basma da. Basma da. Schärfe kommt langsam. Hat aber trotzdem ein bisschen mehr Biss, gell? Finde ich auch angenehmer, muss ich sagen. Wenn die mir so zu cremig ist, ah, die Chili ist kurz scharf, ja. Die Leber ist auch ein bisschen fester als gewohnt. Fleischiger, so ein bisschen faseriger, so einfach, du hast mehr Biss. Und sie schmeckt nicht so intensiv nach Leber. Also auf jeden Fall ein sehr angenehmes Frühstückserlebnis. Wir sitzen hier in einem sehr, sehr coolen Lokal. Die Leber schmeckt mir zum ersten Mal. Das Restaurant ist extrem lebendig. So ständig kommen Leute rein und raus, Familien, Arbeiter. Und man sitzt an so tiefen Tischen mit dem Blick direkt auf Fleischhöhe, dass du die Spieße auf jeden Fall immer im Auge behältst. Merhaba. Chef, Patron. Mahmut? Okay. Okay. Nice to meet you. Ah, insgesamt ist auf jeden Fall so eine kleine Party in diesem Raum. Und wo wir bei Party werden, meine Damen und Herren, heute ist in Adana eine Art Festival. Das ist ein sehr berühmtes Festival, das jedes Jahr in Adana ist. Und dort werden wir jetzt gleich hinspazieren und schauen, was dort so abgeht und was es dort zu essen gibt. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ey, und wir haben Sonne. Habe ich vermisst in Gaziantep. Aber jetzt ist sie da. Sonnenstrahlen in meinem Nacken. Auf meiner Stirn. Auf meiner Haut. Weiter geht die Reise. Ja? Let's go. Warum aber, Bruder? Ich hilfst du dem Dreh beim Arbeiten? Lass den doch in Ruhe arbeiten. Ja, voll. Merhaba. Was soll denn? Bu benim abi. Abi? Ha. Aber hayırsız. İnfluzsuz. Aber benden sonra. Also Instagram. Tamam. Ich habe eine riesengroße Seite. Bende YouTube da war. Mein YouTube. You YouTube too? Yes. Meine Damen und Herren, hier haben wir einen türkischen Superstar. Foodblogger, YouTuber. Dönüşte de çıkışta arayın. Tamam. Ha, ich habe das. Wir nähern uns dem Festivalgelände. Und man merkt einfach, es ist Energie in der Stadt. Leute spazieren, die Gehwege sind voll. Autos hupen. Und alles strömt in eine Richtung. Zum Festival. Wie heißt das Festival? Portakalçiçeği Festival. Was ist das für ein Festival? Orange Festival. Orangen Festival. Die Orangen sind in Adana sind halt sehr bekannt und deswegen haben sie auch ein Festival daraus gemacht. Ich weiß nicht den hauptsächlichen Grund, aber es heißt so Orange Festival. Es braucht nicht immer einen Grund. Oh, und ich sehe auch schon die ersten Stände, die ersten Rauchwolken aufsteigen. Macht Spaß, kann man so sagen. Sieht cool aus. Viele Menschen, viele Zelte. Die Stände sind so Indianer-Tippis. Und da gibt's Kokoretsch. Kokoretsch. Und ohne dass wir uns abgesprochen haben, Josh Kun steht schon am Stand. Ich würde sagen, ein Stand sticht ganz besonders ins Auge. Das Zelt ist auch merkbar größer als die Zelte drumherum. Eine fette Rauchwolke steigt einfach auf durch die Tannenbäume. Ein Grill, 5 Männer. Kohle, Feuer, Spieße, Action, Tische drumrum. Oh, es kann jetzt nur gut werden. Wow. Kamera YouTube mal gut wird, ja? Çekiyor abi işte. Was sagt er? Sen çekin. Thank you. Merhaba.
Wenn du die Kamera siehst, musst du sofort posen. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Cobra. Three times bigger than normal kebab. Big kebab. Yeah. Big kebab. Cobra kebab. But cobra kebab. Cobra kebab. Three times bigger than normal kebab. Also ist dreimal so groß. Okay. Aber lange. Ja, lange. Aber trotzdem Adana. 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 Tamam, tamam. Und man merkt, die Männer leben das einfach. Die stehen gerne in diesem Raum. Ja, ist wirklich so. Die leben das Fleisch. Die sind selber das Fleisch. Ich habe 10 Leute gezählt. Die sind die Spieße. Ich habe noch nie gesehen, dass so Petersilie in die Glut gelegt wird. Für kräuterige Aromen, meine Damen und Herren. Da kommt einfach ein Spieß nach dem anderen auf den Grill. Wie viele Spieße sind das? Wer isst das alles bitte? Bro, die Schlange ist nächste. Lang. Ja. Da sitzen echt viele Menschen. Das ist schon, glaube ich, mit einer der beliebtesten, die wir bis jetzt gesehen haben beim Reinkommen. Also, lecker. Ich sehe ihn nicht mehr. Es ist so viel Rauch da. Er ist einfach weg. Wenden sich alleine. So schön das ist und so lecker das ist. Aber ich glaube, du wirst nicht die Frau sein, zu dem dieser Mann am Abend nach Hause kommt. Auf keinen Fall. Adana, Türkei, beautiful, wonderful. Güzel. Adana, çok güzel. Adana, çok güzel. Kızları da güzel. Okay, es wird ernst. Leute, jetzt machen wir einen Adana-Spieß. In Adana. Merhaba. Merhaba. Bro, das ist die Fleischsauna. Das ganze Zelt ist voller Rauch. Was geht ab? Ich will deinen Finger bei, schmeckt's besser. Einfach diese leuchtend rote Adana-Fleischmasse in diesem großen Bann, die schon in Kugeln vorportioniert ist, dass der Kollege sie direkt auf die Spieße ziehen kann. Diese Fingerbewegungen einfach, mit denen das Fleisch am Spieß fixiert wird. Jimi Hendrix. Einfach. An der Gibson. Wo bist du? Lukas? Lukas. Schöne Abend. Komm. Boah. Aleykümselam aleyküm. Bizi de çekin. Aleykümselam. Nasılsın? Oh, aleykümselam. Nasılsın? Und unsere Spieße kommen auf den Grill. Tamam ya. Allah Allah. Und wir bekommen heute einen extra großen Spezial-Adana, den die Kollegen Cobra nennen. Dieser fette Spieß kommt wieder vom Grill runter, wird aufgeschnitten und mit zwei kleinen Zusatzspießen links und rechts von dem großen Spieß mit der offenen Seite wieder auf den Grill gelegt. Wenn man eine Schlange isst, das habe ich zumindest gesehen, klappen die dann auf und grillen die auch so. Mit dieser Art, diese Stangen außen. Damit okay, ich dachte, weil die Cobra so ein Ding auch. Könnte auch sein. Wir wissen es nicht. Warum heißt der Cobra-Ananas-Spieß Cobra? What the? Einfach in den 2 Minuten gefühlt eine Schachtel Zigaretten geraucht, Alter. Also, du Schiff. Randy! Gel böyle, gel böyle, gel. Tamam ya. Dışarı mı olsun oğlum şu an? Tamam. Dışarıda çekelim. Dışarıda çekelim. Wie schön knusprig und angegrillt diese Spieße jetzt aussehen. Spieße haben einfach die perfekte Kruste bekommen. Wir haben ja gemeinsam schon so den ein oder anderen Kebab in so der ein oder anderen Stadt, in so dem ein oder anderen Land gegessen. Armenisch, türkisch, persisch. Und heute, meine Damen und Herren, mit sehr, sehr großer Erwartung stehen wir in Adana und vor uns zwei Spezial-Adana-Spieße, Cobra-Style. Und es ist soweit, wir essen den originalen Adana-Spieß in Adana. Wow. Vay 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 vay. Teşekkürler. Çok güzel. Wahnsinn. Bir tane de şey yap, blendi. Onu da ver sana.
Türkisch Pididi. 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 Bana şey diyor. Sanatçı. Der Joke hat einfach nicht funktioniert. Hazır mısın? Indie Anaconda. This is Cobra Kebab. Three times bigger than normal Kebab. Wie schmeckt die Schlange? Sehr, sehr saftig. Eines der saftigsten Fleischstücke, die ich in meinem Mund hatte. Wieso nicht? Erwartungen? Erfüllt, würde ich sagen. Erfüllt, übertroffen. Das ist auf jeden Fall einer der saftigsten Kebabs, die ich je gegessen habe. Muss ich auch sagen, ja. Der ist so saftig, saftig. Und auch dieses Sandwich ist einfach perfekt. Spieß, Zwiebeln, ein bisschen Tomaten, so was leicht Scharfes. Ich finde, der könnte sogar noch schärfer sein. Ja. Aufgefangen von diesem weichen Brot. Auch die, ich würde sagen, die Menge von jeder Art stimmt einfach. Das Fleisch, ich habe erst gedacht, okay, die sind schon ziemlich dick so. Aber mit dem Brot macht es auf jeden Fall Sinn, so viel Fleisch da reinzupacken. Das ist geil. Ja, gut, gut. Cobra, gut. Und das Ganze spült man runter mit so einem Art rote Betesaft, der auf jeden Fall sehr beliebt ist hier in Adana. Ich habe es so ein bisschen lieben gelernt, muss ich sagen. Ist auf den ersten Schluck auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber so zum Frühstück spült auf jeden Fall gut durch. Sawoji, wow. Lass einfach trinken, so tun, als wäre das nie passiert. This is Whiskey Turkey. Nein. Josh Kuhn meinte auch, dass es sein Lieblings-Adana-Restaurant ist, hier in Adana. Und eben alle großen Restaurants haben ihren Stand hier auf dem Festival, so wie eben auch Mert, so heißt das Restaurant. Und ich muss sagen, Josh Kuhn weiß mal wieder, was gut ist. Also auf Josh Kuhn ist Verlass. Auf Wiedersehen. Ja Leute, dieses Stückchen liegt auf jeden Fall perfekt bereit auf diesem Brot. Bisschen Salat. Und das Fleisch hat auch genau die richtige Konsistenz. Nicht zu fest, nicht zu locker. Gerade so luftig genug, damit es aber noch am Spieß hält und man es schön grillen kann. Und wenn du reinbeißt, hast du einfach einen schönen, lockeren Biss. Das ist auf jeden Fall einer der besten Adanas, die ich je hatte in meinem Leben. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Das ist auf jeden Fall hiermit bestätigt. Normal bir Adana, orijinal bir Adana erkek kuzu etinden olur. Erkek kuzu etini sadece kaburgasından olur. Ve çok orantılı olmak üzere kuyruk yağı ve kök biberiyle, kök kırmızı biber bu. Bu demin yemiş olduğunuz kebabın ismi de Adana, orijinal Adana kebabı. O isimlendirilmesiyle tabiri caizse bizim Mert restoranımız Spensyalı Kobra kebabı. Teşekkürler. Teşekkürler. Beğendiler. Güzel miydi? Çok güzel. Beğendiler. Kendinize iyi bakın. Um es kurz zu fassen, die beiden Hauptmerkmale eines Adana-Spießes sind das hauptsächlich Rippenfleisch eines männlichen Lammes verwendet wird und eben diese roten Chilis mit eingearbeitet werden und natürlich, dass der Spieß aus der Stadt Adana kommt. Meine Damen und Herren, wir sind nicht weit gekommen und kleben schon wieder am nächsten Stand fest, wo uns ein Kollege von Josh Kuhn wieder ein Adana reindrücken möchte. Und wir stehen wieder in einer Rauchwolke. Ich liebe Adana. Ich liebe Adana. Adana liebt mich. Liebt nie. Adana liebt nie. Adana liebt mich. Adana liebt nie. Liebt mich. Liebt mich. Öyle mi şey, tamam, Türkçe söyleyeyim. İki fanta bir su versene var.
Hängt deiner. Hängt deiner. Guten Appetit. Ich liebe Adana. Adana liebt nie. I love Adana and Adana loves me. Der cringe geworden. War leicht cringy. Jetzt weg die Stange. Schwer, schmeckt besser. Alter, wir sind keine 20 Meter gekommen, Bro. Der kennt einfach ganz Adana, der Bro. Josh Kuhn, was soll das? Ja, gell. Oh, was ist das für ein Tattoo? Python. Rassan. Rassan. Python Mehmet. Python Mehmet. Python Mehmet. Python Adana. Evet. Yapın Python's. Yo yo yemeyecek. Valla. Valla. Mideyi bozdular. Baba nasılsın? Python. Anaconda. Anaconda. Ama schaut euch mal den Spieß an, da dreht sich was ganz Gefährliches, aber... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier Chicken esse. Was geht eigentlich ab hier gerade? Stand. Anaconda, Python, Chicken. Was ist das? Find ein Wort für diesen Spieß. Die Leute haben auf jeden Fall Hunger auf diesem Festival. Eieiei. Bisschen Halai tanzen in Adana. Verdauungstanz. Meine Damen und Herren, genug Festival. Nach dieser Fleischattacke würde ich sagen, wir brauchen mal so eine kleine süße, einen kleinen süßen Zwischengang. Und ich habe gehört, man munkelt, es könnten Churros werden. Adana Churros. Merhaba. Ein genialer Stand, direkt am Straßenrand. So einfach perfekt und kurz einen Stopp einzulegen und sich zwei, drei Churros reinzudrücken. Links und rechts haben wir zwei Tische auf so einem entspannten Hof hier. Im Hintergrund geht die Sonne unter, hinter den Dächern von Adana. Und wir warten darauf, dass der Teig, weil es wird frischer Teig gemacht, dass der Teig fertig ist und wir frisch gebackene Churros bekommen. Das heißt nicht Churros, ich weiß, sondern... Alcatraz-Nüsse. Schlimm, wenn man Churros sagt, ja, gell? Tut mir leid. Aber du wolltest den Namen wissen. Tut mir leid, aber der Name ist auf jeden Fall kompliziert. Hä? Arch Alte Tatlıcısı. Ja. Ja. Du bist fast immer in der Türkei, ne? Oft, ja. Es war schon ein Jahr her. Letztes Jahr waren wir. Vor genau einem Jahr. Ja, meine Töchter gucken öfter deine Videos. Ah. Liebe Grüße. Ja. Können wir ein Foto machen? Natürlich, klar. Okay, super, vielen Dank. Wohnst du hier? Ja, fast. Fast. Am Meer habe ich meine Ferienwohnung und hier ist meine Schwiegermutter. Afrikaans. Ich kenne Adana, Adana. Portakalçiçeği Festival. Fest von Orangen. Ey, und die Zubereitung ist schon sehr speziell. Der Kollege holt Teig von hinten wie so eine Art Patrone, so einen großen Zylinder,
der dann eine Art riesige Spritze bildet, die mit der Schulter und den Händen der Teig in das Fett gepresst wird. Und einfach eine Patrone füllt das ganze Becken einer langen Schlange, die in einer Schneckenform in das Becken gegeben wird und dann nach und nach mit zwei Kebabspießen eingerollt wird. Und das zuerst, ich würde sagen, ein bisschen krumme Escargot wird durch diese Drehbewegung zusammengezogen und bildet einfach eine schöne Schnecke. Wie eine riesige Schlange liegt dieses Riesenchuro im Becken, wird dann umgedreht und einfach goldbraun gebacken. Und auf der anderen Seite steht schon das Becken mit dem Zuckersirup bereit, das nochmal aufgefüllt wird. Und eine lange Schlange Menschen, hungriger Menschen, wartet geduldig auf jeden Fall auf die frische Ladung Churros. Und wenn dann diese riesige Teigschnecke fertig goldbraun gebacken ist, kommt sie in das Zuckersirupbecken und wird mit einem riesigen Netz nach unten gedrückt, nach unten gehalten, damit sie sich schön vollsaugen kann mit dem Sirup und dann anschließend mit demselben Sieb herausgehoben, der Sirup tropft ab und dann einfach nebenan in die Wanne gelegt. Und die Kollegen schaffen es einfach, dass während des ganzen Prozesses diese Teigschnecke ganz bleibt, da bricht nichts ab. Wir haben diesen Teigring einfach unter Kontrolle. Neben mir, Churro-Experte Nummer 1, war in Brasilien, war in Mexiko. Es gibt keinen, der diese Churros jetzt besser bewerten könnte als du. Er nimmt mich einfach komplett auseinander. Sie sind stark, sind schon sehr, sehr stark. Warte. Ich habe nicht gedacht, dass sie so schmecken, bin ich ehrlich. Sie sind innen schon noch sehr teigig. Ja. Daraus wird so ein fieses TikTok gemacht, du kannst nichts dagegen tun. Aus mir! Jeder dann was, ne? Hast du? Doch, du sei. Sweet. Knäfer, ne? Oh, no, das ist nicht. Für Number One. Number One. Wow. Mehr Flugzeuge in meinem Mund gelandet als in Istanbul am Flughafen. Was sagst du, Emre? Es hat so einen ziemlich eigenen Geschmack. Knusprig warm gebacken. Du beißt dann drauf, es cruncht so leicht, deine Zähne durchdringen dieses saftige Innenleben und einfach eine Sirupbombe platzt in deinem Mund. So kann man das beschreiben. Und dein ganzer Mund füllt sich einfach mit Sirup, ja. Extrem süß, extrem fettig, aber schon sehr lecker. Wobei ich sagen muss, dass auf jeden Fall Churros in Südamerika, Brasilien, Mexiko noch ein bisschen mehr meinen Geschmack treffen, weil der Sirup ist halt schon heavy. Das ist so ähnlich wie die Lokma. Also von denen isst du ein, zwei und dann kannst du auf jeden Fall schlafen gehen. Also dieser Sirup hat einen ganz eigenen Geschmack. Es ist auch nicht der gleiche Sirup von Lokma. Der ist ein bisschen flüssiger. Testikulär. Was heißt nochmal lecker? Chocolate. Komm ab. Bye bye. Endresümee. Stark. Türkei liefert trotzdem gut ab. Ja, aber dieser sagen. Sirup? Und dieser Teig harmonieren halt auch sehr gut, muss man auch immer sagen. Ja. Und was du auch schön gesagt hast, ist einfach immer eine Show. Es hat einfach Spaß gemacht zuzusehen, wie dieser Typ diese Schnecke dreht. Die Videos, wo du irgendwann um 4 Uhr nachts auf TikTok landest und dir einfach zuschaust, wie so zwei Abis Teig-Anacondas drehen. Die Nacht ist hereingebrochen über den Dächern Adanas. Die Menschen sind noch da, die Energie ist noch da, die Stadt lebt immer noch. Als nächstes steht an Kasim Buffet. Ein Ort, den auch sehr viele von euch empfohlen haben, wo es einen Bananenmilchshake gibt, der
Stadt berühmt ist. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, aber es soll einfach ein extrem cremiger, saftiger, leckerer Bananen-Milchshake sein. Und im Hintergrund sieht man auch schon, wie die Juices allgemein zubereitet werden. Orangen werden gepresst, Shakes werden geshaked. Man hört die Mixer. Adana, Kazımpaşa, Adana. Tamam. Und einfach halb Adana steht gefühlt um diesen Stand, um sich einen Shake zu holen. Holen wir uns einen, oder? Let's go. Milkshake. Milkshake. Ey, gibt's da noch so Variationen? Was trinkt man? Nur den Bananenshake direkt, oder? Da gibt's halt auch andere Shakes, aber hauptsächlich ist er bekannt für seinen Bananenshake. Das ist so das, was man hier trinkt? Genau. Okay. Let's go, Bananenshake. Ich seh auch gerade, dass viele so einen Toast haben, Mann. Egal, wir bleiben bei Shake. Oh. Ohne? Der erste Milchshake kam schon. Milkshake Baby. Banane. Wow. Delicious. Yeah, delicious. Ich würde mal sagen, sehr einfach. Schmeckt nach Milch, Zucker und Bananen. Aber extrem bananige Bananen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht speziell, ist kein krasser Milchshake, da ist keine Eiscreme drin. Aber es ist einfach geil. Und auch geniale Atmosphäre hier, oder? Wie so eine kleine Outdoor-Party um diesen Stand. Die Leute holen sich Shakes, sitzen hinten auf den Bänken, man hängt ab, man lacht, man trinkt, man isst zusammen. So, die Stadt lebt einfach. Und auch ein legendärer Ort, den es seit 1938 gibt. Und Kazım war auch der Erste, der diese Shakes auf die Karte gebracht hat, hier in Adana. Arab. Afiyet olsun babuş. Afiyet olsun babuş. Cheers. 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 Nasıl? Aber der ist anders, oder? It's different, right? What's inside? Banana? Er kann kein Englisch, er geht weg. Frag ihn mal, was da drin ist, er kann kein Englisch. Banana, Honey. Honey? Da sind Fıstık. Fıstık neydi lan? Pistazien. Fıstık. Aynen. Nice. Hindistan cevizi var. Dostum gut. Hindistan cevizi. Fıstık. Çok güzel. Probier den. Der schmeckt interessant. Also ich finde den richtig gut. Schock Atom, gesetzt. Atom. Atom. Yeah, Atom. Auch geile Kombination mit Pistazien. Ich glaube, bisschen Schokos drin. Honig hat er gemeint und Milch. Das sind eher keine Milchshakes, sind so Milchs. Weißt du, wie Bananenmilch, Pistazienmilch, Schokomilch. Bisschen. Hallo. Wer geht denn? Say welcome to Adana. Welcome to Adana. 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 Alemania. Muzlusun, bir numara. Jetzt gibt's was sehr Besonderes. Oh, merhaba. 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 Adana Dolması. Adana Dolması, Şırdan. Adana Dolması. Adana Dolması, Şırdan. Bunun ayakları olsa manken olurdu, yanlış anlama. Bak, attım. Sonra pul biberi. Attım. Çekiyor mu bizi? Çekiyor mu? Sonra bunu aldım. Allah Allah. Şırdan. Şırdan. Dolma. Şırdan dolma. Adana dolması. Tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Görebilirsin ne biraz daha. Was genau ist das? Magen gefüllt mit Reis. Lammmagen gefüllt mit Reis. Yes. Mit dem Namen? Şırdan. Şırdan. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich keine Überwindung kostet, in dieses Teil reinzubeißen. Aber wir sind jetzt hier in Adana. Der Oster wartet schon geduldig, was ich zu sagen habe. Und es bleibt uns nichts anderes übrig. Lukas! Oha! Das sollst du auch bei Boden. Okay, dann mal. Bunun ayağı olsa manken olurdu bu be. Ja, çekse hätte wäre es ein Model. Yeah. Baba. Ich
verstehe nicht, wie man darauf so abgehen kann. Gar keinen Bock, ich sag dir, wie es ist, Alter. Ich sag dir auch so, dass ich nicht mehr im Video dabei bin ab jetzt. Sen konuşuyorsun, varsın tabelanı çekiyorsun. Ich sag mal so, ist okay. Du schmeckst schon, dass es was ist, das von innen kommt, weil dieser leicht säuerliche Beigeschmack dabei ist. Aber dadurch, dass es halt voll mit Reis ist und in diesem Topf gekocht wurde und die Soße dabei ist und noch Kumin und Schaf dabei ist, ist okay, kann man machen. Aber ich glaube, es ist jetzt nichts, was ich mir direkt so wiederholen würde. Ich sag euch ganz ehrlich, so der Reis da drin ist schon lecker. Die Soße drumherum ist auch lecker. Aber die Konsistenz und die Optik von diesem Magen ist halt schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du es nicht gewöhnt bist. Das ist Nummer. Das finde ich fast besser. Was ist das? Das ist Darm gefüllt mit Reis. Wow. Das finde ich fast besser. Habe ich noch einen. Wow. Top gesehen. Auf jeden Fall. Nossel. Ist okay. Dein Ding, gell? Zerfetzt. Ui. Nein, nicht mit dem Teil, nein. Das schmeckt schon geil. Kann man? Ja, ist echt. Ich finde schon, dass es Geschmack, einen guten Geschmack hat. Eiran. Die Feine ist halt wirklich, ja? Ja, das ist halt so eine. Ja, geschmacklich muss ich sagen, kann man es auch feiern. Es ist nur. Ich weiß nicht, der. Sieht da komisch aus. Nee, es geht mir nicht mal ums Aussehen, Bro. Mir geht es um diese Konsistenz, diese Haut, die ist ein bisschen komisch in meinem Mund drin einfach. Also geschmacklich kann ich nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Wie würdest du es geschmacklich beschreiben? Ich glaube, Ähnliches habe ich noch nicht wirklich geschmeckt. Man merkt leicht so eine Schärfe von den Chiliflocken, dann dieser Reis. Es ist so, ist es Risotto-mäßig? Würde das hinkommen? Ja, so wie halt auch ein Dolma, das sind Weinblätter gefüllt ist, so von der Konsistenz. Man muss sagen, jetzt zum Beispiel verglichen mit Pansen, also der Magen der Kuh, ist ja der wesentlich zarter, ja, leichter, ja, ja. Nicht ganz so gummiartig, so da kann man schön durchbeißen. Ja, ja. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen abschreckt, ist halt einfach die Optik, muss man ganz ehrlich sagen, aber... Emre liebt genau diese Optik. Digga, ich bin schon satt. Du musst auch noch einen reinhauen, ja? Du fehlst nur ein bisschen. Aha, ah, jetzt haben wir nicht drüber gemacht, oder? Nee. Was ist Zitrone, oder? Zitronenwasser. Ich mag noch ein bisschen Salz. Sieht doch ein bisschen aus wie ein Hähnchenschenkel, der keinen Knochen hat, gell? Ja. Also die Schnur, mit dem der Magen geschlossen wird, nachdem er mit Reis befüllt wurde, muss man immer, bevor man das Teil isst, auf jeden Fall abmachen und dann geht's los. Aber es ist auch wieder ein cooler Laden, muss man sagen. Also ich feiere das, dass man so eine Theke hat um diesen Topf rum, wo so 9 bis 10 Personen sitzen können und einfach aus diesem Topf einen Magen nach dem anderen bestellen können. Auch wieder so eine kleine Foodparty am Straßenrand. Kai hat halt eine richtige Esskultur. Also wir legen so viel Wert auf Essen, wie auf nichts anderes wahrscheinlich. Essen ist Leben. Du merkst einfach, was ist für ein wichtiger Teil in diesem Land oder in den Städten ist. So. Das ist auch so, du gehst im Laden, du bestellst etwas. Du bestellst eine Sache, dann kriegst du aber 5 Sachen. Weißt du, ich meine? In vielen anderen Ländern ist es halt einfach, du bestellst das und kriegst clean das, was du bestellst. Und das macht hier halt dann, glaube ich, auch so viel Spaß, dass du so viel extra bekommst einfach. Meine Damen und Herren, das war's aus Adana. Wir hatten nicht sehr viel Zeit in der Stadt, einen Tag, aber das, was ich gesehen habe, geschmeckt habe, erlebt habe, war auf jeden Fall extrem schön. Eine Stadt mit mindestens genauso viel Gastropower wie Antep oder andere Städte in der Türkei.
Ein wundervoller Ort, wundervolles Essen, wundervolle Menschen. Kuss geht raus an Josh Kuhn. Kuss geht raus an Emre für die Organisation. Und auch Kuss geht raus an Fatih, den ich nicht kennengelernt habe, aber uns auch sehr viel geholfen hat. Also Fatih, wenn du es sehen sollst, Kuss geht raus. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Es geht weiter. Bis dann. Peace. Das ist klar, Josh Kuhn. Güzel der kardeş. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı kardeş? Süchtig dünn, Alter. Du siehst gegrillte Papi. Du siehst... Oh. Josh Kuhn, was soll das? Ja, gell? Goldbraun gebacken, dann Einziger Meme dieses Shakes, da hinten ist Zucker, ich kann... Na egal.